Für dieses Erlebnis sind sie tausende Kilometer gereist. Naturliebhaber aus aller Welt auf der Suche nach den Attraktionen des Nordpolarmeers. Vor der Küste Spitzbergens bieten sich ihnen unvergessliche Bilder. Die Natur ist nahezu unberührt. Hier tummeln sich noch Wale, Robben und Eisbären. Touristenführer auf dem Ausflugsschiff ist der Russe Vahim. Seit Jahren verbringt er seine Sommer auf Spitzbergen. Einen schöneren Ort kann er sich nicht vorstellen. Zu Sowjetzeiten förderten viele seiner Landsleute hier noch Kohle. In den 90er Jahren haben wir viele Siedlungen im Nordpolarmeer verlassen. Das hätten wir nicht tun sollen. Dort befinden sich ja noch die Gebäude, die Wetterstationen, die Infrastruktur. Wir sollten sie wieder nutzen. Es ist unser Land. Das sieht auch Russlands Präsident Putin so. Er will die russischen Siedlungen dort wieder bewohnt wissen. Denn das Nordpolarmeer, so die Vermutung, birgt riesige Schätze. In hunderten Metern Tiefe schlummern ungeahnte Öl- und Gasvorkommen. Doch wem sie gehören, das ist bis heute ungeklärt. Alle 5 Anrainerstaaten des Nordpolarmeers, Norwegen, Dänemark, Russland, die USA und Kanada, erheben territoriale Ansprüche. Moskau will schon einmal Fakten schaffen. Militärmanöver begleiten erste Probebohrungen. Russlands Präsident Putin hat die Arktis offiziell zu den wichtigsten Interessen Russlands erklärt und den Bau einer Atomeisbrecherflotte in Auftrag gegeben. Die Norweger sehen das mit wachsender Sorge. Longyearbyen, der norwegische Hauptort von Spitzbergen. Er ist hier der Chef. Dem Gouverneur der Inselgruppe unterstehen alle, die nach Spitzbergen kommen, auch die Russen. Aber draußen auf dem Meer darf er mit seinem Beobachtungsschiff nur 12 Seemeilen um den Archipel herum patrouillieren. Dahinter beginnt das rechtlich umstrittene Gebiet, wo sich Norweger und Russen einen Wettbewerb liefern bei der Suche nach Öl- und Gasquellen. Wir diskutieren in Norwegen darüber, wie weit nördlich wir unseren Firmen Probebohrungen und am Ende auch die Förderung erlauben sollen. Beim russischen Konkurrenten dagegen wird so etwas per Dekret entschieden. Die Beziehungen zwischen Norwegen und Russland sind wegen des Streits um die Rechte in der Arktis auf dem Tiefpunkt. Die Großmacht Russland lässt wenig aus, um das kleine Norwegen zu provozieren. Zuletzt etwa durch den Besuch des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Rogosin auf Spitzbergen. Der hat wegen der Annexion der Krim in Norwegen und den Ländern der Europäischen Union offiziell Einreiseverbot. Die Aufregung war groß, sowohl beim Gouverneur hier als auch bei der Regierung in Oslo. Viele sehen darin einen Anschlag auf Norwegens Hoheit und fürchten, dass wir am Ende die Kontrolle über diese Inselgruppe verlieren könnten, zugunsten Russlands. Die neu erwachte Leidenschaft Russlands für das Nordpolarmeer kann man hier sehen. Die russische Siedlung Barentsburg auf Spitzbergen erstrahlt in neuem Glanz. Viele Gebäude werden in diesem Sommer restauriert. Zu Sowjetzeiten lebten hier 1500 Menschen, heute sind es nur noch 500 Einwohner. Was sie hier eigentlich tun, darüber wird offiziell ungern gesprochen. Kohle jedenfalls gibt es hier kaum mehr zu fördern. Die Fremdenführerin versichert, Barentsburg sei heute vor allem ein Touristenmagnet. Doch irgendwie passen die riesigen Radaranlagen nicht so recht zu einem Ferienort. Die Norweger gehen davon aus, dass die russischen Siedlungen auf Spitzbergen heute eher als Ausspähstationen dienen. Die Russen machen kein Geheimnis daraus, dass sie ihre Siedlungen auf Spitzbergen auch nach dem endgültigen Ende der Kohleförderung nur deshalb nicht aufgeben wollen, weil sie von hier aus beobachten können, was im Nordpolarmeer passiert. Spitzbergen im Nordpolarmeer ist derzeit kein Ort für die friedliche Koexistenz der Völker und die Norweger fürchten im Streit, den Kürzeren zu ziehen. Sogar vor der Polarforschungsstation hat der Streit um die Arktis nicht Halt gemacht.
Jahrelang haben John Ors und sein Team mit russischen Kollegen zusammengearbeitet und in der Arktis Eisbären gezählt, ihnen Sender und Halsbänder angelegt. Das Projekt wurde nun von russischer Seite aus gestoppt. Enttäuschung auf beiden Seiten. Das ist auf politischer Ebene entschieden worden. Ich weiß, dass sich meine Kollegen sehr wünschen, dass wir bald wieder gemeinsam Bären zählen können. Die norwegischen Forscher werden ihre Arbeit im Reich der Eisbären fortsetzen. Und der Russe Vahim wird den Nordland-Fans die atemberaubende Natur vor Augen führen. Ganz so, als gäbe es ihn nicht, den Kampf um die Arktis.